Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV, A Realm Reborn, / Heavensward. Mal schauen, wenn ich endlich mal sagen kann, willkommen in Heavensward. Das wird noch ein bisschen dauern. So, wir sind in der Vorquest für Heavensward, haben letztes Mal Ifrit besiegt und die Mutter von Minfilia gefunden. Jetzt machen wir Hauptstory weiter und gehen währenddessen schon mal den nächsten Prima eher annehmen. Botengang nach Geisterzoll. Der Entschluss ist gefasst, aber den Sonnenwind zu verlegen wird nicht so einfach sein. Es gibt viel zu tun. Du hast ja gehört, dass Alfino Geisterzoll als mögliches neues Hauptquartier vorgeschlagen hat. Es ist weit ab von den Machtzentren und doch gut erschlossen. Westlich davon gibt es ein zerstörtes Camp. Warst du dort schon einmal? Das war das alte Camp Geisterzoll, bevor die 7. Katastrophe alles vernichtet hat. Das heutige Geisterzoll ist ein groß angelegtes Projekt, um die Einrichtungen dieses Camps neu aufzubauen und um vieles zu erweitern. Die Abenteurer-Gilde spielt dabei von Anfang an eine tragende Rolle. Deswegen brauchen wir selbstverständlich ihr Einverständnis. Wir müssen gleich Kontakt aufnehmen. Das habe ich bereits in die Wege geleitet. Du handelst wie immer entschlossen. Konntest du nicht ein bisschen warten? Ich war ganz sicher, dass du den richtigen Entschluss fassen würdest. Und je früher wir mit den Verhandlungen beginnen, desto besser. Meinst du nicht auch? Verzeiht, wenn ihr eure Entscheidung vorgegriffen haben sollten. Alfino hat uns die Lage bereits erklärt. Selbstverständlich stehen auch euch alle Türen in Geisterzoll offen. Ich hoffe von Herzen, dass unser bescheidenes Lager euren Bedürfnissen gerecht werden kann. Mit deiner Erlaubnis, Minfilia, werde ich mich um die Aushandlung der Details kümmern. Darf ich dich unterdessen darum bitten, den Rest des Bundes und unsere diversen Kontakte von unseren Plänen in Kenntnis zu setzen? Ja, ist schon gut. Teilen wir uns dementsprechend auf. Und du musst Historia sein, dein Ruf eilt dir voraus. Der Leiter unserer Niederlassung, Slave Born, hat uns schon viel von deinen Daten erzählt. Einen Schnetter zu stehlen und damit die Galliar zu infiltrieren, das hätten nicht viele zu Wege gebracht. Es wäre uns eine Ehre, auch dich in Geisterzoll begrüßen zu können. Ich nehme doch an, du wirst mit dem Bund kommen? Oh, hab ich vor. Bye. Nun, wo sollen wir beginnen? Vielleicht sollte ich dich nach Geisterzoll schicken, da man dir dort offenbar einen warmen Empfang bereiten möchte. Bitte ruh dich ein wenig aus, während wir uns um die Vorbereitung kümmern. Du bist schließlich bis nach Lanosea gereist, um Flamin ausfindig zu machen, nicht wahr? Du bist wirklich unglaublich. Angenehme Ruhe und bis später. Naja, also ich glaube nicht, dass ich eine Ruhe habe, aber okay. Winterheld, ich werde nie Ruhe haben. Oh, es geht weiter mit der Videosequenz. Hast du dich etwas ausruhen können, Historia? Ich habe gerade Nachrichten von Alfino erhalten. Er möchte, dass wir uns im Saal der Morgenröte einfinden. Klar, warum nicht? Konnte mich stolze 5 Sekunden ausruhen. Geil. Sehr gut, du bist auch hier, Historia. Dann können wir hier anfangen. Die Verhandlungen mit der Abenteurer-Gilde sind abgeschlossen. Es ist alles geregelt. Und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen?
Die Abenteuergilde unterstützt uns auf voller Linie. Im Ausgleich beteiligen wir uns aktiv an der Erweiterung von Geisterzoll. Und wir werden dort unser neues Hauptquartier richten, den Sonnenstein. Damit sollten nicht nur Minfilias Sorgen beseitigt sein, sondern auch Tadarus säuerliche Miene, wenn sie von einer Schar reicher Wichtigdur belagert wird. Sonnenstein, also nicht mehr der wechselhafte Wind, der jeden Tag in einer anderen Richtung bläst, sondern ein Ort mit festem Fundament, von dem sich die Morgenröte über den Himmel Josias ergießen kann. Sehr poetisch, war das deine Idee? Ein kurzes Smile. Auch ich habe euch etwas zu sagen. Vorhin kam der Bote aus Uldar. Nun haben alle drei Stadtstaaten die Verlegung unseres Bundes billigend zur Kenntnis genommen. Den Umzug steht nichts mehr im Wege. Nun können wir unsere Arbeit fortsetzen, unbeeinflusst. Der Bund der Morgenröte ist wieder wirklich frei. Meinst du wirklich? Ja, natürlich. Der Geheimbund ist Vergangenheit. Nun sind wir eine offizielle, eigenständige Organisation. Im Übrigen waren unsere Aktivitäten am Ende ohnehin alles andere als geheim. Wir scheuen die Öffentlichkeit nicht länger. Der Bund der Morgenröte tritt aus dem Schatten, um für Eosia einzustehen. Es wurde Zeit, dass wir uns klar und deutlich von den mächtigen Uldars lossagen. Wir geben keine Privatvorstellungen. Genau, Papa Limo. Die Morgendämmerung ist für den ganzen Himmel. So meinst du das, ja? Wir werden noch große Aufgaben auf uns nehmen müssen, als bisher. Dein Kampf gegen die Primae und das Galäische Reich hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Erwartungen an uns äußerst hoch sind. Sehen wir zu, dass wir diesen Erwartungen gerecht werden. Auf geht's, meine Freunde. Es gibt viel zu tun. Alles kein Problem erst. Geisterzoll ist eine ganz felsige Gegend. Vielleicht sollte ich schon mal ein Minenarbeiter-Notizbuch anlegen. So, und weiter geht's. Kaum war die Verlegung des Hauptquartiers beschlossen, hat Alfino einen umfassenden Umzugsplan erstellt, uns allen die erforderlichen Arbeiten erklärt und Aufgaben verteilt. Ich finde es bewundernswert, wie schnell er Entscheidungen trifft und dabei mit so viel Weitsicht handelt. Wir haben jetzt alle Hände voll zu tun, besonders die arme Tataru. Aber sie würde sich natürlich nie beklagen. Vielleicht kannst du etwas für mich erledigen, damit ich mich voll meiner Arbeit hier im Sonnenwind widmen kann. Wärst du so nett und bringst diesen Umzugsplan zu Slaveborn in Geisterzoll? Es ist ein wichtiges Dokument, also pass gut auf, dass du es nicht verlierst. Der Krieger des Lichts, der ein Held ist, muss Briefträger spielen. Geil! Finde ich super. So, währenddessen reden wir jetzt schnell noch mit Orion G. Der hat nämlich die nächsten Prime. Warum steht mein Cap hier eigentlich wieder schief? Na, egal. Bin so auch schön genug, oder? So, Papa Lima hat's, glaube ich, oder? Ja, Papa Lima hat's. Estorian, du hast Ifrit tatsächlich wieder besiegt und das in seiner starken Form. Du bist wirklich eine Kriegerin des Lichts. Es wäre schön, wenn wir uns jetzt entspannen könnten, aber du weißt sicher, dass es noch nicht vorbei ist. Garuda wurde ebenfalls wieder beschworen. Du weißt ja, wie aggressiv und bösartig Garuda damals war. Nun, jetzt ist sie noch viel schlimmer. Du musst sofort aufbrechen, um sie aufzuhalten. Ida und ich werden die Bruderschaft unterstützen. Garudas Wüten hat in der Umgebung einige Zerstörungen angerichtet. Und wir werden die Opfern helfen.
Die Bruderschaft hat bei ihrer Nachforschung einen neuen Iteriten gefunden. Letztes Mal bist du mit der Enterprise ins dosende Auge geflogen. Diesmal hat sich uns ein bequemerer Weg eröffnet, wenn man das so sagen kann. Benutzt den Iteriten, um zur Windgöttin zu gelangen. Alles Weitere könnt ihr vor Sail im Abaddon der Bruderschaft in Kritannia mitteilen. Garuda ist um ein Vielfaches stärker als zuvor, aber ich weiß, dass du es schaffen kannst. Du musst nur fest an dich glauben. Oh, easy, Mann. Was hast du? Du hast noch immer wahrscheinlich Odin. Yep. So. Dann gehen wir mal zu Garuda. Auf nach Kritannia. Ja, nimm mal das Teleport-Ticket, ist auch kein Problem. So. Ob wir Garuda in der Folge schaffen? Ich weiß nicht. Also, wir haben so knapp noch 15 Minuten. Vielleicht ein paar Minuten länger, je nachdem. Aber ihr erinnert euch ja, wie lange wir letztes Mal gewartet haben. Das waren auch so 18, 19 Minuten. Ging sich aber perfekt mit dem Gespräch mit Mephilia und Flamin aus. Boah, Sail. Oh, du bist es. Du hast bei den Problemen mit Ramo gute Arbeit geleistet, aber diesmal ist es nicht mit diplomatischen Verhandlungen getan. Die Ixal haben Garuda wieder beschworen, das weißt du ja sicher schon. Und ihr Wüten hat schon einige Opfer gefordert. Nur du kannst die Exalgöttin besiegen, auch wenn sie diesmal viel stärker ist als zuvor. Du hast ihr bereits einmal gegenübergestanden und weißt, was du zu erwarten hast. Das dosende Auge ist über einen primitiven Eteriten erreichbar, den wir im Exal-Lager Nadalan im zentralen Hochland von Kortas lokalisiert haben. Die Leute dieser Gegend haben ein Ätherportal gefunden und uns davon mit Mitteilung gemacht. Es ist auch dein Verdienst, dass nun alle zusammenarbeiten, wenn Eversia von neuen Problemen bedroht wird. Und die scheinen niemals aufzuhören. Du jedenfalls hast die Kraft, eines dieser Probleme zu beseitigen. Geh und unterwirf Garuda aufs Neue. Du bist die Einzige, die das jetzt kann. Ups, falscher Kopf. Ich wollte eigentlich teleportieren. Garuda. Das heißt, wir müssen jetzt da Camp Drochenblei. Camp Drochen, Drachenkopf, ne, Knochenblech. Knochenblech ist woanders. So, zentrales Hochland von Kortas. Wir nehmen wieder unseren Greif. Weil, wenn schon, dann schon. Kann man abkürzen, mal schauen. Mal schauen, ob wir die Berge abkürzen können. Könnte sich ausgehen. So, hier müsste es jetzt irgendwo gleich sein. Wir wenden nach links. Scheiße. Moment. Ah, hoch. Ich war zu tief. Kann mir auch mal passieren. So. Da verbinden wir uns mal mit dem Meteoriten. Und Garuda. Ja, so nicht. Wenn man natürlich den falschen Knopf drückt, dann drückt man das halt wieder weg. Kann auch mal passieren. So. Garuda. Sind wir schon mal angemeldet. Währenddessen geht es natürlich weiter mit den Hauptstories. Slaveborn, juhu! Der Postträger ist da. Du bist eine Botin vom Bond der Morgenröte. Oho, du bist es. Welch eine Ehre. Sorry. Ich habe dein Kommen mit Ungeduld erwartet. Ja, ja. Verstehe. Weil der Bond der Morgenröte an die Öffentlichkeiten treten und als unabhängige Organisation fungieren soll, wollt ihr nach Geisterzoll umziehen. Nun, die Dokumente scheinen alle in Ordnung, also sehe ich damit kein Problem. Viel Erfolg beim Umzug wünsche ich. Er hat es doch schon vorher gewusst, ne, egal.
Alte Sorgen in neuer Gestalt. Alte Sorgen in neuer Gestalt. Historia, ich habe gute Nachrichten für dich. Das Dokument, das du mir überbracht hast, die Abenteuergilde hat sich deswegen bereits bei mir gemeldet. Ich habe nun ein Dokument von ihnen erhalten. Darin ist die Übergabe eines Gebäudes an den Bund der Morgenröte niedergeschrieben, das euer neues Hauptquartier werden soll. Da siehst du das große Haus dort, das bietet euch die Abenteuergilde an. Ursprünglich war es als erste Anlaufstelle für Abenteurer gedacht. Deswegen haust darin noch immer eine kleine Taverne. Es könnte von Zeit zu Zeit etwas laut werden. Aber ihr macht es euch sicher schnell darin gemütlich. Und tatsächlich kommt euch die direkte Nähe zu dererlei Leutchen, ja ohnehin recht gelegen, nicht wahr? Aber ich will dich gar nicht weiter warten lassen. Du willst die Räumlichkeiten sicher besichtigen. Historia, hallo, hörst du mich, ja? Entschuldige, dass ich dich einfach so kontaktiere, aber in Britannia scheint etwas ganz Schreckliches passiert zu sein. Du musst bitte unbedingt sofort zum Sonnenwind zurückkommen. Du wirkst nicht so, als wäre das eine frohe Botschaft gewesen. Ich verstehe nicht viel von solchen Dingen, aber es klingt in der Tat wie ein Notfall. In dem Fall kannst du Geisterzell vorerst uns überlassen. Wir kümmern uns um die nötigen Vorbereitungen und sprechen, sobald sich die Lage wieder beruhigt hat. Thank you. Ja. Währenddessen machen wir auch nebenbei gleich noch was. Kampfmaschine in altem Glanz. Grüß dich, Historia. Du kommst genau richtig. Eine Besucherin wartet auf dich in der Werkstatt. Anscheinend eine Freundin von Zed. Da ich weiß, dass du andere wichtige Dinge zu erledigen hast, hatte ich ihr vorgeschlagen, im siebten Himmel auf dich zu warten. Aber sie hat sich geweigert, wieder zu gehen. Ich befürchte, das Mädchen kann ziemlich aufdringlich sein. Bist du bereit, reinzugehen? Sie wird sicherlich nicht umgänglicher, wenn du sie noch länger warten lässt. Ja. Das ist Jessie. Fehlt ja noch bei Biggs und Wedge. Also, du bist Fräulein Rice, hm? Hast dir ganz schön Zeit gelassen. Mein Name ist Jessie und ich bin stellvertretende Präsidentin der Garland Metallwerke. Ehrlich gesagt bin ich lediglich eine Ingenieurin, aber da du Sid all diese schwachsinnigen Ideen von Heldentum und die Welt retten in den Kopf gesetzt hast, gibt es sonst niemanden, der diese Position einnehmen könnte. Wir reißen uns ein Bein aus, um all die Aufträge der Highwind Fluggesellschaft zu erledigen, aber ohne Sid ist unsere Produktivität einfach nicht die gleiche. Drastischer formuliert, die Firma geht den Bach runter, wenn nicht bald etwas passiert. Und genau deswegen bin ich hier. Die Firma hat Fortschritte bei der Entwicklung neuer Magitech-Geräte gemacht, aber wir brauchen ein Aushängeschild. Etwas, das die Kunden in Scharen anlockt. Ich möchte, dass du mir die Magitech-Kampfmaschine zeigst, die du den Galleanen entwendet hast. Und lüg mich nicht an, ich weiß, dass du eine hast. Biggs und Wedge haben mir alles über deinen Ausflug ins Praetorium erzählt. Diese Kampfmaschine könnte für unsere Forschung sehr nützlich sein. Und nachdem du uns Sid für deine kleinen Abenteuer entführt hast, schuldest du uns was. Eieiei, ist die fies drauf. Ich zitter jetzt schon. Herrlich, einfach großartig. Die Galliar können wahrlich mit Magitech umgehen. Hör dir nur diesen Erzsein-Motto an. Hast du jemals einen lieblicheren Klang vernommen? Und der Servomechanismus scheint zu fehlen. Nein, Moment. Sie benutzen einen Marionettenkern. Wie genial. Die Dinger gibt es wie Sand am Meer. Sodass eine Massenproduktion ein Kinderspiel wäre. Aber was hast du nur mit dem Konvergenzmodulator für die Kanone gemacht? Ist bestimmt bei einem deiner sogenannten Abenteuer draufgegangen. Es grenzt an ein Wunder, dass du nicht auch den Kern zerstört hast. Welch eine Schande. Was schaust du denn so? Hat dir niemand beigebracht, dass es unhöflich ist, Leute anzustarren? Wie auch immer.
Es bricht mir das Herz, ein solch herrliches Stück Magitech-Ingenieurskunst in solch einen erbärmlichen Zustand zu sehen. Ich werde die Maschine so gut es geht wieder zusammenflicken, aber du müsstest mir ein paar Teile dafür besorgen. Ein Magitech-Konfert der Nummer XL1IX, keine Ahnung, was das für eine römische Scheiße ist, und ein Magitech-Oszillator Nummer L sollten reichen. Oh, und ein Magitech-Kanonenrohr Nummer LI. Ich kann nicht dafür garantieren, dass sie so gut wie neu sein wird, aber immerhin in einem deutlich besseren Zustand, als sie jetzt ist. So viel ist mal sicher. Hey, du sollst hier nicht vor dich hinträumen. Pass gefälligst auf, du hast bestimmt nicht den blassesten Schimmer, wo du die Teile herkriegen kannst. Daher gebe ich dir einen kleinen Tipp, Gastromocentri. Immerhin trachten wir nach galileischen Technologie, daher gibt es wohl kaum einen besseren Ort, um ein paar Ersatzteile aufzulesen. Nun, steh da nicht so rum, geh schon. Eieieiei. Die Lady ist fiesest. Die ist wie ein Monster. Böse Jesse. Ups, Mauer. So. Machen wir den auch noch. Dann kann nämlich unser Magitech von nun an vorgegaukelt schießen. Macht leider keinen Schaden. Aber es sieht cool aus. Und er hat uns so toll begleitet, das sollte ja schon repariert werden. Also, wer nicht. So, dann einmal hier hoch. Mal schauen, wo hier die Dinger sind. Noch einer ist da hinten, wie ich sehe. Ah, Fliegen ist was Schönes, Leute. Da kommt man überall rein, muss nicht gegen unnötige Mobs kämpfen. Einfach nur göttlich. Das nächste Teilchen. So. Und das andere Teil wird wahrscheinlich hier hinten irgendwo liegen, oder? Schätze ich mal. Sollt ihr da was bringen? Und das dritte Teil. So soll es sein. Okay. No. Lass mal das mal Jesse einbauen. Mit Garuda wird es heute nichts mehr, Leute. Außer ein Weit würde jetzt nachher gleich kommen. Die Chance ist aber gering. Ups. Also ja. Willkommen zurück, meine Liebe. Hast du immer noch in der Werkstatt zu tun? Ja. Ich werde jetzt so richtig fertig gemacht von so einer komischen Lady. Ich hoffe, du bist nicht hier, um mir zu sagen, dass du die benötigten Ersatzteile kaputt gemacht hast. Nein, habe ich nicht. Nun, ich bin beeindruckt. Hatte mich schon darauf eingerichtet, hier noch länger auszuharren. Aber das war gute Arbeit. Verstehe mich jedoch nicht falsch. Ich habe dir noch immer nicht verziehen, dass du Sid entführt hast. Aber ich muss zugeben, ich kann verstehen, warum er mit so einer verlässlichen Abenteurerin wie dir befreundet ist. Nun, dann wollen wir mal sehen, was ich aus dieser Magitech-Kampfmaschine herausholen kann.
Ich glaube, das war's. Die Magdech-Kanone und der Photonenstrom sollten jetzt funktionieren. Mein Wissen über die Technologie der Gallien ist jedoch begrenzt. Die Kampfmaschine kann keine tödliche Gewalt einsetzen. Also komm nicht auf die schlaue Idee, damit in einer Horde Gegner reinzulaufen. So, und jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich wieder um die Arbeit in den Metallwerken kümmere. Beim Reparieren dieser Kanone sind mir ein paar gute Ideen gekommen, die ich niederschreiben muss. Kümmere dich bloß gut um diese Kampfmaschine, sonst werde ich dir bald wieder einen Besuch abstatten müssen. Oh Gott, bitte nicht. Lies jetzt nicht vor. Ja, ich zeige euch, was sie kann. Ist leichter als vorlesen. Ja, wisst. Die Magitech-Maschine haben wir bekommen als Geschenk, als wir das Praetorium besiegt haben. Reittiere. Jetzt konnte sie laufen und fliegen. Das konnte sie vorher schon. Und dadurch, dass wir jetzt bei Jesse waren, kann sie scheinbar schießen und auch sozusagen als Maschinengewehr benutzen. Aber wie sie sagte, schaut nur gut aus, kann aber nichts. In der Luft geht das Ganze natürlich nicht, logischerweise. Aber finde, sieht nicht so schlecht aus, oder? So, genug gequasselt. Auf nach Sonnenwind, oder? Ja. Müssen wir nach Sonnenwind? Ja, wir müssen nach Sonnenwind. Das heißt, wir nehmen ein Teleport-Ticket. Dieses Gespräch führen wir noch. Das geht sich aus. Überziehen wir halt ein, zwei Minütchen. Kein Problem. Ein Bote von der Bruderschaft der Morgenwippe hat uns besucht. Er war ganz aus dem Häuschen und denk dir, er ist den weiten Weg nach von Britannia gekommen. Da muss etwas ganz Furchtbares passiert sein. Womöglich ist Garuda wiedergekehrt und will sich rächen. Oder die Galliar oder alle zusammen. Minfilia verriet mir wieder nichts. Als ob ich so ein Sensibelchen wäre. Kannst du nicht zu ihr gehen und rausfinden, was geschehen ist? Ja, hysterisches Mädchen erst. Macht man doch, alles gut. Wahrscheinlich ist es dir nichts Wichtiges. Wahrscheinlich nur Schall und Rauch. So. Sehr gut. Du kommst. Du hast wohl den Gesandten der Bruderschaft der Morgenweber rausgehen sehen. Wir haben schlechte Nachrichten erhalten, Historia. Eine neue Primae-Sichtung. Es erfordert keine große Vorstellungskraft, um zu raten, um welchen es sich handeln könnte. Zumal die Nachricht aus Britannia kommt, die Exalgöttin Garuda oder Ramu. Der Gott der Silfen vielleicht, sogar Odin, der ruhelose, dunkle Reiter. Nur unsere Edermessung zeigen etwas völlig anderes an. Die Werte decken sich vielmehr mit denen kurz vor der 7. Katastrophe. Wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber es scheint, als hätten wir es mit einem alten Feind zu tun. Und warum gerade jetzt? Man könnte meinen, dass alles vom Willen eines dunklen Wesens im Hintergrund gesteuert sei. Wir können die Sache auf keinen Fall auf sich beruhen lassen. Dass die Verlegung des Sonnenwinds noch nicht abgeschlossen ist, lässt sich nicht ändern. Wir müssen trotzdem handeln. Eile voraus und melde dich beim erleuchteten Prior vor Seil im Abaddon der Bruderschaft. Wir werden auch Ida und Babalimo dorthin entsenden. Es wird sehr wahrscheinlich zum Kampf kommen. Sei bereit und unterschätze die Lage nicht.
auch wenn du schon einige Prime erfolgreich die Stirn geboten hast. Ja, kein Problemchen, easy. So Leute, Rest machen wir aber das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.